auch direkt wieder da runterspringen. Da gar keinem Anführer begegnet hier. Ich finde, was auch immer ich... Hoppala. Wieder zwei auf meiner Seite. Also schön. Kümmert euch mal um den. Muss mir gerade mal ihn mit abgucken. Wir haben das. Hier, Stufe 13, wir haben nix. Wir haben das. Stufe 10. Stufe 17, was? Okay, wie sieht das hier eigentlich mit den.
Stein aus. Viel zu wenig Steine. Wie viel Life Leech gibt der? 10%. Oh, wie schön das wäre. Ich habe gerade den einmal. Ne? Hm. Muss halt einfach mehr kämpfen. Menschendreck! Wie bitte? Du willst die Schätze? Oh nein! Diese Beute ist nicht für dich! Sie gehört mir! Nur mir! Schusssicher! Rasch! Sieht nicht so aus, ne? Ach, cool. Wow. Kriegt direkt meine Elbenwut. Getötet. Oh. Sehr schön. Wenn du Schildträger tötest, war nicht unbedingt, ne? Ja, ich muss hier runter. The Dark. Oh, ich habe Fertigkeiten. Wie viele? Eine. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, was haben wir? Schatzsucher. Raubvogel. Kann man mal machen. Kurzes Reisen hier. Sprinte durch die Wälder, Herr Elb. Grauk hat nicht geredet. Grauk? Gib mir das. Ein Buch. Minas Ithils Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith, aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Dieses hier, Geschichten aus dem fernsten Umbar, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Korsaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Ja, das ist wahrscheinlich... Bah. Ich gehe mal auf... dahin... Als ich Waldläufer wurde, dachte ich, ich würde die ganze Welt sehen. Das ist doch überall das Gleiche. Die Ehrgeizigen kämpfen gegen die Trägen. Dein Schicksal verdunkelt sich immer und immer mehr. Denn Ork der Reimer. Ork beherrscht das Reimen sehr. X, was haben wir denn da? Steht's auf der Hut, erzürnt durch Spinnen, erweitert klassisch der... Bomben und Minen. Das heißt, man kann ihn doch tatsächlich... Komm, steh auf. Sieg und du verlierst den Krieg. Ja,
ist deren Ernst? Weg da! Kopftreffer. Ah, Mist. Was passiert denn hier? Nur hier kurz zwei. 10. So, auf meine Seite, kleinen Ratten. Und wieder zwei. Wir werden dich in Stücke hacken. Ich Dolch des Waldläufers. Oh, hallo. Ah, naja, ich brauche nicht unbedingt. Aber das lasse ich mal weg. Aua. Ach, da dachte ich, kommt da hoch. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Hoch. Einmal zurück. Und das schöne Ding aus. Mein Bein ist schade. Ich fehl ihn. V-Steuerung. Zack, 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 zack. Nicht die einfach so annehmen. Kann ich. Richte Ochsen, die sich den hellen Herrschern nicht unterwerfen wollen. Hm? Was muss ich tun? Was muss sie heute tun? Was verlangte den Einfall in Mordor? Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür... Was besiege mehr Ochs als die angreifenden Drachen? Warum? Nein! Mann, runter, 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 Jungs, ordne Explosion, töte einen Drachen. Mhm. Irgendwas? F mal C. Fünf. Mann, ey, immer muss er hochklettern. So meine Kills. Was ist der denn da unten? Zeit für sowas.
Alter, was für Kack-Hitboxen. Affen besiegen oder wie soll das funktionieren? Ich weiß es nicht. Das Kack hier, wo sind die Scheißpfeile? Wo sind die Kackpfeile? Oben oder was? Mann, ohne Pfeile. Ja, erneut versuchen. Soll ich mehr Drachen töten oder was? Was verlangte den Einfall in Mordor? Weg. Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten und er sollte dafür büßen. Fuck you, Elben, du Scheißschoss. Tötet er ihn nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Was? Och, och, och. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schoss in der Übrigen. Genau. 15 Orks mit Explosionen. Wie, wo kann ich denn hier Explosionen vorrufen? Weiß man nicht, ne? Versuchen. Ich muss irgendwie Explosion hervorrufen. Da habe ich doch ein Skill für. Was verlangte den Einfall? Ach, ja. Felas, die Tugend der Gerechtigkeit. Sauron hatte mich und mein Volk verraten. So, Charakter.
Rechts kommt eine Feuerstelle mit einem... Aber ich habe keine Feuerstelle. Ich kann das gerne machen, aber... Und er sollte dafür büßen. Na, wo ist er? Das ist meine. Zack. So, wo sind die fucking Feuerstellen? Ist doch einer. Komm, komm, komm. Das sind meine Kills. Neunzehn zu drei. Okay, jetzt habe ich es gleich raus. Ja, von mir ist das da oben. So. Zack. Aha. So, wo ist noch eine da? So. Ein paar mehr und ich hab's geschafft. Geschoss benötigt. Aua. Orks bewegen sich halt auch überhaupt nicht. Naja, jetzt nur nicht sterben, das wäre natürlich fatal blöd. Muss man da runter. In den Nahkampf. Ab. Jetzt sieht es aber schon mal ganz anders aus. Ihr lächerlichen Drachen. Ah, es gibt noch einen grünen. Agrini. Ich brachte Sauron an den Rand der Niederlage. Doch die Gerechtigkeit entzieht sich mir. Bisher. Eintrag ansehen. Der ist auch schon mal besser, ne? Dann wird zwei davon. Ui. So, haben wir noch was? Haben wir hier noch was? Da hinten ist Vailas. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe da hin. Noch ein schönes Artefakt. Was ist das denn?
Raubvogel zu aktivieren, ja, ja. Uga, uga, uga. Kriegen wir den auch noch? Ja, den krieg ich auch noch. Guck mal, was ist das hier für ein Geflecht? Krücke, Grubenbrenner. So, zieh doch mal weg. Ergib dich meinem Befehl! Nicht jeder Schriftsteller will inspirieren. Manche wollen instruieren. So ist es bei Werke der Zimmerei von Pelvin von Lossanach. Ich habe viele Stunden mit den faszinierenden Zeichnungen dieses Bands verbracht. Anleitungen zum Bau von Steckenpferden bis hin zu Windmühlen und Katapulten. Manchmal frage ich mich, wer mehr Zimmermänner ausgebildet hat. Pelvin oder sein Buch? Sein Buch wahrscheinlich. Als Jüngling war ich von Holzarbeiten fasziniert. Bretter in Möbel zu verwandeln. Oder ein Zuhause. Talion, der Handwerker. Das hätte ich gern gesehen. Ja, ich glaube, seine Karriere als Krieger ist auch nicht gerade schlecht. Zack. Edregita. Wie? Ja, ein komisches, schwieriges Wort. Na gut, bei der Mission eben, dass ich die den Neunerbogen dabei hatte. Wirklich gut. Die Schönheit Nords, die Pracht seiner Hügel und Wälder. Er schien zu schaudern. Sauron sah die Welt als Chaos und Makel, die er berichtigen würde. Seine Ringe waren perfekt. Die Welt war es nicht. Ah, die kommen da jetzt rein? Ah, doch nicht. Toll. Ganz toll. Der einzige Makel, no. Das nehme ich mir noch mit. Sind die Orks. Saurons Vorstellung von Vollkommenheit ist abscheulich. Dieses Ruder stammt von einem Langschiff, das in der Bucht von Belphalas angespült wurde. Doch, doch. Es ging sicher durch viele Korsarenhände, bevor es seinen Weg ins Landesinnere fand, wo ich es vor Jahren auf dem Wagen eines Händlers erspähte. Oft fragte ich mich, welche Hände damit ruderten. Waren es die schwieligen Hände eines Sklaven oder die eines verwegenen Korsaren aus Umbar? Das. Ich werde es wohl nie erfahren. Was verlierst du eigentlich deine ganzen Artefakte überall im Land? Stehe ich ja nicht. So, Fähigkeit und zwei Stück. Mächtiger Schuss kann man machen. So, Raubvogel. Ja, das finde ich eigentlich nicht so geil. Den Sturm, um einen explosiven Pfeil abzufeuern. Ja. Mächtiger Schuss verursacht eine Feuerexplosion. Ja. Auch schon mal nett. Da habe ich auch noch was. Gibt's hier? 16. Uiuiuiui. Stufe 1. Der Regen.
freischalten für 1000. Kann da direkt mal was rein. Rune. Also das ist Rune erhalten automatisch, wenn sie rekrutiert werden. Mehr Schaden von Gefolgsleuten. Okay. Schön.